Im Smart Home ist eine Fernbedienung bzw. ein Schalter unerlässlich. Mit Schaltern kann man ganze Szenen schalten oder einzelne Elemente im Smart Home steuern. Das hat den Vorteil, dass man zum Beispiel nicht immer das Smartphone rausholen muss und eine App öffnen muss, wenn man nur eine Lampe schalten will. In einem meiner letzten Videos habe ich das Gerät von AVM vorgestellt, den Decktaster, der allerdings mit über 40 Euro relativ teuer ist. Eine günstigere Variante für genau 10 Euro gibt es von IKEA, und zwar die IKEA Drahtfree Remote. Diese kann sowohl mit dem Zigbee Gateway gekoppelt werden, als auch direkt mit den IKEA-Lampen. Wer also gar kein Smart Home möchte, sondern nur einzelne Lampen ansteuern möchte, der kann diesen Taster dafür auch verwenden. Einen Haken hat das Ganze aber, nämlich die Anleitung. Bei meiner Fernbedienung lag eine Anleitung bei, die fehlerhaft war. Welcher Fehler das war und wie man diesen Fehler ausmerzen kann, zeige ich dir nach dem Intro. Als erstes muss man natürlich die Batterie einlegen, damit das Teil betriebsbereit wird. Meine Anleitung hat mir jetzt gesagt, ich soll doch bitte mal 10 Sekunden auf den Kopplungsknopf drücken, beziehungsweise länger als 10 Sekunden, und dann wäre die im Kopplungsmodus. Habe ich mehrfach versucht und konnte mit meinem Gateway, mit meiner Kombi 2, das Ganze nicht koppeln, war nicht möglich. Dann habe ich im Internet ein bisschen recherchiert und habe dort gelesen, dass es wohl auch die Möglichkeit gibt, den Knopf innerhalb von 5 Sekunden 4-mal zu drücken. Also habe ich das gemacht und siehe da, auf der Vorderseite hat man direkt sehen können, dass die Lampe angefangen hat zu leuchten. Da ist eine kleine rote LED verbaut und die hat mir dann signalisiert, dass das Gerät im Kopplungsmodus ist. Tatsächlich konnte ich das Ganze dann auch in Home Assistant einfügen. Da ich jetzt nur diese Variante habe und ich weiß, welche Hardware-Revisionen es davon noch gibt, sage ich einfach mal, was draufsteht. Bei mir steht drauf E1810 Drahtfree und Drahtfree Remote. Ich weiß nicht, ob diese Nummer jetzt quasi abhängig davon ist, wie das gekoppelt wird. Nur falls du jetzt genau das gleiche Problem hast, dann probier doch einfach mal statt der 10 Sekunden einfach 4-mal in 5 Sekunden zu drücken und umgekehrt, falls jetzt bei den anderen auch eine falsche Anleitung dabei liegt, halt mal die 10 Sekunden ausprobieren. Also das sind die zwei Varianten, die ich kenne. Allerdings muss ich auch dazu sagen, es ist keine explizite Anleitung dabei gewesen, wie ich das mit dem Gateway koppeln kann, sondern nur mit den Lampen. Vielleicht ist es ja sogar so, dass diese 10 Sekunden Variante dann gültig ist für die Kopplung mit einzelnen Lampen. Zumindest wer es mit dem Gateway koppeln will, der muss bei meiner Variante 4-mal auf den Taster drücken, prüfen, ob die rote LED dann zu sehen ist und dann funktioniert die Kopplung auch problemlos. Wenn du erfahren möchtest, wie du dein Smart Home ganz ohne Cloud im Internet betreiben kannst und das alles lokal steuern kannst und den gleichen Komfort oder vielleicht sogar noch mehr hast, wie mit einer proprietären Lösung von einem kommerziellen Anbieter, dann schau doch mal in die Videokarten hier. Da habe ich eine Playlist drin, wo ich genau dieses Thema näher beleuchte.